Die Abarbeitung sind beim Tagesordnungspunkt 29 als ersten heute einen Antrag überschrieben mit Energiesperren und Energiearmut verhindern. Einreicher ist die Dissidentenfraktion. Und wir beginnen dann in der Fraktionsrunde, sagt das schon mal, mit der CDU. Also zur Einbringung, wer macht es, Herr Schmiedig? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, wir hatten bereits zumindest den ersten Teil dieses Antrages der Sache nach vor weniger als einem halben Jahr hier in dem Stadtrat, leider mit einem ablehnenden Votum. Trotzdem hat der Oberbürgermeister den Antrag zugelassen, und zwar aus gutem Grund, weil sich die Situation für die Menschen, was Energiepreise und Energiekosten angeht, nun wirklich dramatisch verändert hat. Viele haben in den letzten Wochen Mitteilungen ihres Energieversorgers bekommen, um drastische Vorauszahlungen zu erhöhen. Und deshalb, glaube ich, gilt es heute, die Situation neu zu bewerten. Wesensmerkmal dieses Antrages sind zwei Elemente. Einerseits Energiesperren verhindern, andererseits ein Nothilfefonds für Betroffene. Alle Sozialverbände in Deutschland fordern im Angesicht der gegenwärtigen Energiekrise ein Moratorium, was Stromsperren angeht. Die Bundesregierung hat auf ihrer Webseite auch veröffentlicht, am 14. September, sich dafür ausgesprochen, dass Energiesperren künftig untersagt werden sollen. Offensichtlich ist dies aber momentan noch am Lindnerschen Block gescheitert. Jedenfalls danach hat man nie wieder was gehört. Und wenn der Kanzler sagt, niemand soll frieren, dann sollten wir uns Wert darauf legen, auf den Begriff niemand soll frieren, weil es nun doch zunehmend Menschen gibt, die ihre Energiekosten nicht bezahlen können. Im Schnitt sitzen die Betroffenen dann tagelang oder sogar monatelang im Dunkeln. Am 23.09. hat der Kollege Baumann-Hartwig nach einem Besuch bei einer Betroffenen das Schicksal einer älteren Dame, die monatelang im Dunkeln saß, in der DNN beschrieben. Er schreibt, kein Kühlschrank, kein Herd, kein Fernseher, keine Waschmaschine, kein Licht. Im fensterlosen Bad. Typisch, dass in dem Artikel auch ein Stadtrat zu Worte kommt, nämlich Heike Müller, der sagt, es hat mich unheimlich erschüttert. Ja, Herr Müller, nur wenn solche Schicksale erschüttern, dann muss man auch Konsequenzen daraus ziehen, nämlich mediale Krokodilstränen zu verschütten. Und wenn es konkret wird, das hat ja Ihre Fraktion in den Stadträten in den Ausschüssen getan, ist billiger Populismus. Es geht darum, hier konkret zu werden. Und in Richtung Union, ja, da könnte ich das Matthäus-Evangelium zitieren, was ihr den geringsten meiner Brüder, heute müssen es auch heißen Brüder und Schwestern, tut, das habt ihr mir getan. Und ich glaube, es ist ein Akt auch von Barmherzigkeit, verehrter Kollege Krüger, wenn wir den Menschen, die von einem solchen Schicksal betroffen sind, die vielleicht auch sich nicht selber helfen können, und das hat übrigens Herr Baumann-Hartwig auch sehr zutreffend beschrieben, wenn wir hier an dieser Stelle dann auch im Grunde genommen mit unserem Energieversorger, auf den wir Einfluss haben, Einfluss nehmen, damit er in einem Moratorium nicht auf Dauer auf Energiesperren verzichtet. Im Übrigen, und das sei auch erwähnt, hat das die Sachsenenergie in der Corona-Krise, wo die Energiekosten noch nicht diese dramatischen Auswirkungen hatten, in der Tat ja auch praktiziert. Sie haben auf Stromsperren verzichtet. Im Übrigen, das wurde so uns berichtet, ohne dass es jetzt zu irgendwelchen großen finanziellen Verwerfungen deshalb gekommen ist. Deshalb bitte ich Sie, noch mal ganz deutlich hier diesem Teil zuzustimmen. Ferner geht es um einen Nothilfefonds. Das sächsische Sozialministerium hat einen angekündigt,
aber außer Ankündigungen nichts gewesen. In Freiberg hat der Oberbürgermeister zusammen mit dem Landrat ein Nothilfeprogramm vorgestellt in Höhe von 1 Million Euro. Ich denke einfach mal, kleine Städte wie zum Beispiel Speyer haben das gemeinsam mit dem Energieversorger auf den Weg gebracht. Ich glaube, in der Krise, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist entscheidend der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und dieser Zusammenhalt in der Gesellschaft wird auch dokumentiert dadurch, dass wir Signale setzen. Helfen Sie mit und setzen Sie das Signal an die Menschen in Dresden, dass wir auch an diejenigen denken, die möglicherweise auf der Strecke bleiben. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht? Nein. Linke, Frau Baku. Ja, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte ZuhörerInnen. Der Anlass des Themas, völlig klar, die Energiepreise sind gerade das Thema, was die Leute beschäftigen. Und jetzt gerade, wo auch die Nebenkostenabrechnungen für das vergangene Jahr, was noch nicht so dramatisch war, aber die künftigen Abschlagszahlungen einflattern, trifft das natürlich etliche tausend Haushalte in Dresden, wie auch sonst in der Bundesrepublik oder in Europa, massiv. Deswegen unbedingt. Wir haben gestern schon viel darüber gesprochen, in den Fragen dazu. Auch heute ist das Thema völlig berechtigt. Und gefühlt halte ich diese Rede jetzt schon zum dritten Mal nach der Sommerpause. Nicht nur gefühlt. Was die Dissidenten hier beantragen, Punkt 1, das ist ja quasi was wir in unserem linken Antrag kurz vor der Sommerpause nahezu identisch auch gefordert haben. Ich denke, das braucht es unbedingt. Vor 2 Monaten, 3 Monaten hat es leider keine Mehrheit gefunden. Wir werden heute zustimmen, denn die Leute brauchen einfach die Sicherheit, dass weder der Strom abgeschaltet wird, noch die Heizung ausbleibt, dass auch wenn die Zahlung nicht innerhalb der Zahlungsfrist geleistet werden kann, trotzdem die Energie nicht gekappt wird und das Ergebnis wäre eine kalte und dunkle Wohnung. Deswegen unbedingt, wenn es heute gelingt, eine Mehrheit zu finden, dass in Absprache mit der Sachsenenergie keine solche Energiesperren mehr verhängt werden, ist das, denke ich, ganz wichtig, eben auch diese Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt. Der zweite Punkt, was den Nothilfefonds betrifft, auch das war ja Teil unseres Antrages vor 2 Monaten. Da wollten wir, dass es ein kommunaler Nothilfefonds ist, was, denke ich, auch hier der bessere Weg wäre, weil wir da einfach eine Handhabe haben. Hier die Dissidenten schlagen vor, dass in Absprache mit der Sparkasse und dann auch vielleicht weiteren, kann man machen. Aber ist natürlich die Frage, ob was dabei rauskommt und was dabei rauskommt, da haben wir einfach nicht die Entscheidungshoheit drüber. Wenn daraus was wird, ist das schön. Ich vermute aber, dass das definitiv nicht ausreichen wird, sondern dass wir sowieso dahin kommen werden, dass wir auch als Kommune noch einen solchen Nothilfefonds einrichten werden müssen. Das heißt, vielleicht nochmal zusammengefasst, meine Fraktion, wir Linke, werden zustimmen, werden dem Änderungsantrag zustimmen, auch wenn ich fürchte, dass dieser Sparkasse-Nothilfefonds nicht das ergeben wird, was es jetzt gerade braucht. Aber trotzdem wissen wir einfach, dass die Energiepreise so hoch sind, dass wirklich viele Haushalte finanziell hier überfordert sind und dass es einfach seitens der Bundesregierung und auch seitens der Landesregierung keine Klarheit gibt. Entlastungspakete sind immer noch nicht ganz fertig. Es ist noch nicht ganz klar, wie geht es denn jetzt weiter mit den Mietpreisen, mit den Energiepreisen. Das heißt, die Leute wissen einfach nicht, was in den nächsten Wochen, Monaten auf sie zukommen wird. Deswegen braucht es auf jeden Fall ein Symbol oder ein Signal von zumindest ein Stück weit Sicherheit. Wenn man das mit diesem Antrag geben kann, ist das gut und wir werden hier zustimmen. Vielen Dank. Wird Freie Wähler, Freie Bürger dir das Wort gewünscht? Nein, dann SPD, Herr Triefs. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die SPD-Fraktion wird dem Antrag selbstverständlich zustimmen, so wie sie das auch bei den Vorgängeranträgen schon gemacht hat, die wir hier in dem Rat schon miteinander besprochen und entschieden haben und die damals leider keine Mehrheit gefunden haben. Ganz kurz, weil einiges ja schon von auch vor allen Dingen der Kollegin Barkow gesagt worden ist.
die Energiesperren zu verhindern, ist ein richtiger Ansatz. Ich bin mir ja zu 95% sicher, dass wir ein Instrument da auch von Bundesebene bekommen werden, so wie wir das ja auch in der Corona-Pandemie hatten, wenn es mit Blick auf Mietschulden und Kündigungen, Wohnungskündigungen und so weiter gab. Und es wird ja in der Bundesregierung durchaus auch diskutiert, solche Energiesperren eben für einen gewissen Zeitraum sozusagen auszusetzen. Ja, wie viele Monate es dann im Konkreten werden, werden wir sehen. Ich glaube, alle miteinander, wir hier sind nicht Teil der Bundesregierung und müssen deswegen gucken, was dort dann rauskommt. Aber trotzdem bleibt es richtig, diese Forderung aufzustellen und auch an unseren kommunalen Energieversorgungsträger heranzutreten mit diesem Vorschlag. Und deswegen sollten wir das auch als Stadt heute und als Stadtrat heute beschließen, auch wenn es natürlich sein kann, dass es eben durch die Bundesebene demnächst auch geregelt wird. Auch den Nothilfefonds finden wir richtig und wichtig und nachvollziehbar. Wir machen ja auch schon gute Erfahrungen in dieser Stadt mit einem ähnlichen Instrument, nämlich bei der Mietschuldenübernahme, wo wir ja als Kommune Instrumente geschaffen haben, wo Menschen, die in eine Mietschuldenfalle tappen, sich an die Stadt wenden können und dort ein zinsloses Darlehen bekommen, um die Mietschulden erstmal zu tilgen. Und dann gibt es natürlich einen Raten- und Abzahlungsplan mit dem Sozialamt, wie dieses Darlehen dann wieder zurückerstattet werden kann. Natürlich kann man einfach vielfach über das Instrument diskutieren, soll es jetzt bei der Kommune liegen, soll es in, wie jetzt hier vorgeschlagen, eine Mischung aus Sparkasse und Sachsen-Energie sein. Ich halte diese Diskussion ehrlich gesagt für müßig. Wir brauchen so ein Instrument, wir brauchen so einen Sicherungsmechanismus auch für das Thema Energieschulden hier in dieser Stadt. Und deswegen ist es richtig, diesem Antrag zuzustimmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich der Stadtrat dann heute endlich durchringen könnte, diese Maßnahmen zu ergreifen. Vielen Dank. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Blödner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine erneute Diskussion eines Themas, das wir vor kurzem hatten. Eigentlich hat sich ja nichts geändert. Die Diskussion hat gezeigt, dass eigentlich Verfahren mit entsprechendem Vorlauf, um sich auch selbst zu kümmern, vorhanden sind. Strom wird nicht mal eben abgestellt. Auch städtisch ist mit dem Sozialamt oder Jobcenter genügend Optionen, proaktiv Fragen zu klären, wenn jemand in finanzielle Probleme läuft. Es gibt durchaus Verbesserungsbedarf bei der Zusammenarbeit, beispielsweise Sachsen Energie und Sozialamt. Wenn dort Probleme auftauchen, ist es durchaus angebracht, dort einzugreifen und sehr konsequent Hilfen anzubieten. Denn wenn der Strom nicht bezahlt ist, wird der Weg zur Obdachlosigkeit nicht weit sein. Aber insgesamt zum Thema kann man weiterhin konstatieren, dass es genügend Möglichkeiten gibt, die Sachsen Energie das Thema auch ausreichend vorsichtig und sensibel behandelt und zusätzliche Eingriffe nicht nötig sind. Was gar nicht geht, sind die Vorschläge als Teil 2 für zinsfreie Darlehen für einkommensschwache Haushalte. Damit treibe ich dann auch die Menschen noch in eine Verschuldung. Aktuell kommen die Erhöhungen erst. Jeder muss jetzt zeitnah reagieren und dafür müssen die Anreize da sein, damit nicht später sich die Probleme auftürmen. Wir haben ein grundsätzliches Problem, wenn wir immer hier eine Doppelung von Hilfen an verschiedenen Stellen versuchen einzubauen. Das macht oft keinen Sinn. Das Wohngeld wird ja beispielsweise jetzt erhöht. Als Stadt immer überall Extramaßnahmen oder Parallelmaßnahmen versuchen einzuführen, ist kontraproduktiv. Das ist nett für die Profilierung, hilft aber nicht den in Not geratenen Menschen. Deswegen sollten wir uns lieber darum kümmern, die bestehenden Maßnahmen gut umzusetzen. Da sind ausreichende Hilfen verfügbar und bundesweit ist ja auch noch aktuell weiteres in Planung und Umsetzung. Das muss man sauber durchsteuern und damit ist, glaube ich, genug für das Problem in Gange und da ist der Antrag nicht nötig. Entsprechend werden wir ihn ablehnen. Danke. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Siebenmeier. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Gäste. Ja, wir reden heute nunmehr zum dritten Mal in kurzer Zeit über das Thema Armut und auch die steigenden Energiepreise. Und das ist wichtig und das ist gut so. Es wurde hier von den Vorrednern schon angesprochen, dass wir auch einen Antrag hatten, der vor kurzem hier knapp keine Mehrheit gefunden hat. Wir hatten unter anderem einen Bündnisgrünen-Antrag zur Abstimmung gestellt im Juli, der im Kern das gleiche Ziel hatte, was wir heute hier wieder besprechen, nämlich Stromsperren zu verhindern und bei Härtefällen als Stadt finanziell einzuspringen,
damit die Stromrechnung erstmal bezahlt werden kann unter der Bedingung, dass die Schulden später zinsfrei an die Stadt zurückgezahlt werden. Unser Antrag wurde damals extrem knapp hier im Stadtrat abgelehnt mit den Stimmen der Rechten, aber auch durch das Nein des Oberbürgermeisters und, das kann ich mir jetzt hier nicht verkneifen, entscheidend war auch die Enthaltung des Dissidenten Michael Schmelich, die dann auch dazu führte, dass wir diesen Antrag hier nicht durchbekommen haben. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen verwunderlich, hier jetzt einen Eilantrag einzubringen, wo wir doch genau, Michael Schmelich, mit deiner Stimme hier im Sommer schon hätten eine Mehrheit, eine knappe bekommen können und jetzt nochmal eine extra Runde drehen müssen. Aber sei es drum, es ist manchmal schwierig, in diesem Stadtrat zu Mehrheiten zu kommen und der Weg dahin ist manchmal auch ein bisschen bizarr anmutend. Aber wir teilen im Kern vor allem das Ziel, dass wir hier als Stadt einen Beitrag leisten über die Sachsenenergie, dass es eben keine Stromsperren und keine Energiesperren, in dem Falle Gassperren, in dieser Krise geben darf. Denn, das sage ich ganz ehrlich, es sollte niemanden, wirklich niemanden kalt lassen, wenn man zu Hause im Dunkeln frierend in einer Wohnung sitzen muss, weil eben die Energie abgestellt wurde. Und da, wie bereits gesagt, das Moratorium auf Bundesebene nicht so konkret geworden ist, dass es wirklich hilft, sehen wir hier durchaus die Stadt in der Pflicht. Jetzt möchte ich aber noch mal zum zweiten Punkt des Antrags kommen. Die Vorredner haben es ein bisschen angedeutet. Wir hatten in unserem Vorschlag damals wirklich einen städtischen Fonds vorgesehen. Und wir haben das sehr bewusst auch gemacht, weil wir eben Erfahrungen haben im Bereich der Mietschuldenübernahme und daran anknüpfen wollten. Was die Dissidenten jetzt vorschlagen, ich sage nicht, dass das kein Weg ist, aber es ist ein Weg, der in diesen Eilverfahrensantrag, also in dieser Eile, in der jetzt auch im Sozialausschuss und nur im Finanzausschuss einmal besprochen wurde, uns doch noch eine ganze Menge Fragezeichen aufgibt, weil der Fonds eben von der Stadt unterstützt werden soll, aber, und das ist schon sehr konkret, wenn wir das heute beschließen, die Sparkasse gemeinsam mit der Sachsenenergie da auch mit in die Pflicht genommen werden soll. In der Begründung zum Antrag liest man, dass die Stadt bis zu 100.000 Euro bereitstellen soll. Ich glaube, wenn das die Hilfe sein soll für so einen Fonds, werden wir angesichts der Preise wirklich nicht sehr weit kommen mit dem Geld, so schade das ist. Deswegen ist uns immer noch unklar, wer konkret soll hier für die Energieschulden dann, ich sage jetzt mal, mit zur Hilfe gezogen werden. Und ist es die Stadt, ist es der Energieversorger selbst? Das ist uns auch nach den Beratungen in den Ausschüssen noch nicht vollkommen klar. Genauso die zweite Sache, die im Antrag offen gelassen wird. Es wird von Zuschüssen und / Darlehen gesprochen. Zuschüsse sind aus meiner Perspektive Zuzahlungen. Das ist ein Weg, den man wählen kann, definitiv. Aber das ist etwas anderes, als jemanden die Mietschulden in dem Moment zu übernehmen mit dem klaren Ziel, dass sie zurückgezahlt werden. Das ist dann eben keine Rückzahlung, sondern es wäre eine Zuzahlung, die wir als Stadt leisten. Wir sagen nicht, dass wir das komplett ablehnen, aber dass wir es in der Eile so noch nicht ausreichend unsere Fragen beantwortet sehen und würden uns dann in dem Punkt 2 enthalten, unterstützen aber ganz klar das Ziel weiterhin, dass wir Energiesperren hier in Dresden in Zukunft verhindern. Wird AfD das Wort gewünscht? Bitte schön, Herr Breuer. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Ich könnte jetzt eigentlich meine Rede von vor einem halben Jahr nochmal halten. Es ist im Prinzip exakt dasselbe nochmal zu sagen. Das erspare ich mir und Ihnen, sondern ich greife noch ein paar kleine Punkte aus. Der Herr Schmelich hat für uns ein sehr gutes Beispiel gebracht von der einen Dame. Ich würde es noch ein bisschen ergänzen, weil es nicht die ganze Wahrheit war. Herr Schmelich, Sie haben bitte was unterschlagen. Sie haben zum Beispiel gesagt, der Herr Müller hätte hier nur mediale Krokodilstränen vergossen. Das ist nicht nur richtig, sondern der Herr Müller hat nicht nur das ist richtig, genau, sondern der Herr Müller hat sich neben dem, dass er sich in der
Presse geäußert hat, aktiv gekümmert. Der Herr Müller ist mit der Frau zum Amt gegangen, zu mehreren Ämtern, und er hat es erreicht, dass die Frau wieder Strom hat. Und wenn Sie das als mediale Krokodilstränen vergießen, herabstufen, dann finde ich das sehr, sehr schäbig. Das ist das Erste. Und warum hat der Herr Müller das gemacht? Weil diese Frau sich selbst versucht hat zu kümmern und gewillt war, ihre Stromschulden zu bezahlen und nicht irgendwie das alles laufen zu lassen. Und dass sie das alleine nicht geschafft hat, deshalb hat er sie unterstützt. Und das ist etwas, was wir auch jederzeit gerne machen würden, Menschen zu unterstützen, die selbst aus ihren Schulden herauskommen wollen und die bemüht sind, ihre Stromschulden zu bezahlen. Und das erwarten wir auch vom Bürger. Wer allerdings einfach nichts tut und die ja wirklich reichlich ankommenden Mahnungen in den Papierkorb entsorgt und sich einfach sagt, ich habe nichts, ich zahle nichts, Pech gehabt, der hat leider auch von uns keine Hilfe zu erwarten. Und weil solche Bürger verhalten sich selber nicht sozial den anderen gegenüber. Denn am Ende bleiben die Kosten bei der Sachsenenergie hängen, die sie dann an die anderen Stromkunden aufteilen muss. Herr Schmählich, ich will Ihnen nicht unterstellen, dass Sie Stromschnorrer unterstützen wollen, aktiv. Das will ich Ihnen nicht unterstellen. Das würde vielleicht jemand anders aus Ihrer Fraktion machen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Aber leider ist das die Folge Ihres Antrags, dass Stromschnorrer dann ein leichtes haben, einfach die Hände zu heben und zu sagen, Strom kann man mir nicht abstellen, ich bezahle einfach nicht. Und aus diesem Grunde können wir leider diesem Antrag nicht folgen. Danke. Soweit erstmal die Fraktionsrunde. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auf einige Punkte, die in der Debatte genannt worden sind, eingehen. Ja, also mit dem Herrn von der AfD kann man es schnell machen. Sie haben halt nicht verstanden, um was es geht. Also wenn man Energiesperren verhindert, heißt das nicht, dass die Personen, die von dieser Nicht-Energiesperre, die eigentlich angezeigt wäre aufgrund der Nichtzahlung, dass sie dort praktisch die Schuld erlassen bekommen. Das bedeutet nicht Energiesperre. Energiesperre bedeutet Energiesperre verhindern. Ne? Das heißt, sie bleiben weiter verpflichtet, das zu bezahlen. Und da wurde ja auch dann schon dargestellt, ich glaube von der Kollegin Siebeneicher, da gibt es dann Möglichkeiten vom Kollegen Treves, über das Sozialamt dies und jenes dann über Zahlungspläne dann abzustottern. Das haben Sie anders dargestellt. Sie haben diesen Personenkreis Stromschnorrer genannt. Und das zeigte Ihr Weltbild, dass Sie denken, das ist ja, sage ich mal, nur so Pakt. Das ist ja, sage ich mal, asoziales Pakt. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und das ist ja auch ganz in Ordnung. Ist ja auch ganz in Ordnung, wenn es denen schlecht geht. Das ist halt dieses rechtsextremistische, asoziale Weltbild, das bei Ihnen in der AfD eben üblich ist. Das ist aber nicht das Weltbild des Grundgesetzes eines sozialen Rechtsstaates. Das nächste ist, was ich der AfD nochmal sagen muss, was, glaube ich, allen Sozialpolitikern klar ist. Wir haben es hier leider mit einem Personenkreis von Menschen zu tun, die sich oft nicht helfen können, die oft dann die Rechnungen bekommen, die dann, sage ich mal, gar nicht öffnen, im Papierkorb werfen und so weiter, die, sage ich mal, in vielerlei Hinsicht gehandicapt sind. Genau um diese Menschen geht es und die sind auch besonders verletzlich und besonders gefährdet. Und genau auch diesen Menschenkreis, diesen Personenkreis wollen wir schützen. Zu Frau Siebeneicher, der Änderungsantrag, den Sie kritisiert haben, das war der Herr Treves, jetzt ist er gerade raus. Das ist gerade raus. Ich erzähle es trotzdem. Sie haben kritisiert, dass... Ich habe gerade Frau Siebeneicher angesprochen, aber ist egal. Sie haben
kritisiert, dass in unserem Antrag Nummer 2 nicht unterschieden würde zwischen Zuschüsse und Darlehen. Uns ist bekannt, was der Unterschied zwischen einem Zuschuss und einem Darlehen ist. Mann, was ist denn heute los? Und wir haben das mit Absicht offen diskutiert und offen auch so gehalten, weil es geht uns darum, jetzt hier diesen politischen Startschuss zu bringen. Und es ist natürlich auch so, dass klar, wir wollten bewusst die Sachsenenergie und auch die Sparkasse mal reinbringen in die Diskussion, weil wir auch dort eine Verantwortung sehen, weil es sind beides städtische Gesellschaften. Und ich finde, die sollen sich nicht rausziehen können. Deswegen haben wir sie ganz bewusst angesprochen und adressiert. Natürlich haben wir überhaupt nichts dagegen, wenn, wie es Herr Drews vorgetragen hat, auch die Stadt dort ihre Verantwortung übernimmt. Ganz im Gegenteil. Aber uns ging es darum, dass wir endlich mal diese hier, ja, leider verbreitete Haltung überwinden. Naja, die Sachsenenergie, die macht Wirtschaft, die Ostsächsische Sparkasse macht Wirtschaft, hat aber mit uns nichts zu tun. Wir sind bloß der Eigentümer oder Miteigentümer. Genau das wollen wir eben nicht mehr. Die haben eine Verantwortung und die müssen ihrer Verantwortung gerecht werden. Und Herr Schmelich hat ja auch ausgeführt, dass das die Sachsen hier durchaus bei der Corona-Krise schon geschafft hat. So, Herr Blödner, ich weiß nicht, Sie sind ja ein sympathischer Kerl und erzählen auch viel Nettes und auch, sage ich mal, Machbares, aber wie Sie hier eingestiegen sind, dann frage ich mich, machen Sie jetzt den Lindner von Dresden? Also wenn wir das uns angucken in Berlin, das Trauerspiel, ich finde es ja wirklich eine Katastrophe, dass die Ampel es immer noch nicht geschafft hat, hier endlich Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, aber wir wissen ja auch, woran es liegt. Es liegt an Herrn Lindner und Ihrer FDP. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, es hat sich nichts geändert, es hat sich nichts geändert, also da, gehen Sie nochmal in sich. Sie stellen sich hier tatsächlich hin und sagen, es hat sich nichts geändert seit der letzten Debatte. Also entschuldigen, wo leben Sie eigentlich? Es hat sich natürlich fundamental die Verhältnisse geändert. Und wenn wir als Stadtrat da nicht in der Lage sind, das überhaupt zu erkennen und dort versuchen, darauf zu reagieren, Herr Blödner und FDP-Fraktion, dann verfehlen Sie hier Ihre Aufgabe, für die Sie gewählt worden sind. Deswegen, meine Damen und Herren, Oberbürgermeister, ich bitte Sie herzlich, stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. So, damit ist das mal die Rednerliste abgearbeitet. Wird das mal auch als ein Schlusswort interpretieren? Dürfen wir das so? Oder wollen Sie? Ist okay? Gut. Dann kommen wir zur Abstimmung. Die Abstimmung sieht wie folgt aus. Wir haben einen ablehnenden Ausschussbericht. Also ich würde zunächst diesen ablehnenden Ausschussbericht abstimmen, also wer den annehmen will. Ist der angenommen, dann ist es, der Antrag abgelehnt. Ist er nicht, stimmen wir dann über punktweise über den Antrag ab. Also habe ich es interpretiert, dass da punktweise gebeten war. Also, wer den negativen federführenden Ausschussbericht annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen damit ja, ansonsten nein und so weiter. Also. Ja, 34 Nein, 2 Enthaltung. Damit wäre der Ausschussbericht abgelehnt und wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag. Wer dem Punkt 1 des Antrages zustimmen möchte, müsste jetzt mit Ja stimmen. Ja, 30 Nein, eine Enthaltung. Wer das so angenommen, wer dem Punkt 2 zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Ja, 29 Nein, 2 Enthaltung. Wird damit auch so angenommen.